what's the matter? That you are so cool. Next to you, even Albert Blues looks like a bloody fool. Or at least slow it down. Need to
Instagram, cable TV, and Telegram. We don't worry, wanna have some fun. But what if that word goes down? Can we save our town? Can we stop the flood? I don't care what they say or do. I don't care what they say or do. I don't care what they say. Ooh, we're gonna make it through. Careful what you say and what you're doing. Everybody keeps an eye on you. We'll be right back.
step aside, I will take another ride. On top of you, I feel like a king. Hold you close and start to swing. Water, sun, my drink and you. Finally, a dream is coming true. Thank you.
painting pictures. The river is singing a song. The wind will tell you a story. What's going on? I'm totally one with the nature. The trees are telling no lies. Such a great place, yes it is. Sensationalize. Kabel gekommen, es war kurz weg. Ooh.
kids play. In our fence so long, we really slipped away. Irgendwas stimmt mit dem Kabel nicht. Hört ihr das? Ja. Das ist irgendwas. Ja. Oder liegt es am Amp? Ich weiß es nicht. Aber es kracht die ganze Zeit. Hört sich an wie ein Loop. Ja, gell? Aber du hast keinen Looper da drin. Nee, ist kein Looper da. Aber wir kriegen das alles hin. Ja. Keine Panik. Ja. Ja. Dafür haben wir den unglaublichen Chris. Ja. Dann sehen wir es mal. Gucken wir mal, ob es, wenn ich das Kabel habe, weg ist. Hola. Na. Yo. Ja, das ist der Beweis, dass es live ist. Isn't it a lovely sound? Makes the whole world turn around. Peaceful ground, safe and sound. The music's all around. Never gonna change the world, and I just don't have the nerve. Play again, play again.
play again and play again. I need the speed of sound and the music all around. It's not in vain, it's not in vain, it's not in. Isn't it a lovely sound? A try, you know the reason why. Never gonna change the world, and I just don't have the nerve. I play again, play again, and play again. Just don't have the nerve. I play again, play again, and play again. I need the speed of sound and the music all around. It's not in vain, it's not in vain, it's not in vain. Just don't have the nerve. I play again, play again, and play again. I need the speed of sound and the music all around. It's not in vain, it's not in vain, it's not in. Isn't it a lovely sound? Makes the whole world turn. It's not in vain, it's not in vain, it's not in. Ich möchte euch nochmal begrüßen zur ersten Newcomer TV-Nacht hier in der Portstraße Jugend und Musik. Am Fuße des Taunuses ist natürlich wie bei euch hier auch dunkel geworden und so. Hinter uns liegt ein fantastischer Sonnentag mit ganz tollen Bands und ganz tollen emotionalen Eindrücken und tollen Gesprächen. Und jetzt freue ich mich total und ganz besonders auf den unglaublichen Jonas und Marco Klein von Used. Mal einen Applaus für die beiden. Hallo. Ich habe euch kennengelernt, also ich meine, die Corona-Krise hat uns ja alle an die Wand gefahren und ich bin halt dann immer im Internet auf der Suche nach Inspiration und nach Musikern und Musikerinnen, die in irgendeiner Form etwas machen, was aus dieser Depression rausragt. Und da sind mir eure wunderbaren Videos aufgefallen, die ihr gemacht habt, also die 2020, glaube ich, irgendwo in irgendwelchen Parks, in irgendwelchen Gärten, überall tauchten die Zwillinge auf. Einen Song habt ihr immer gespielt, meistens? Gell? Und das war immer so berührend, weil es so unglaublich, puh, ihr müsst unbedingt in die Mikrofone reinreden, weil sonst hört euch da draußen keiner, also weil es so pur war, ja, weil es so real und so authentisch war. Was war die Idee, irgendwie euch so für eure Fans wieder sichtbar zu machen? Woher kam die? Also wir hatten sowieso nicht so viele Videos. Also wir haben schon zwei Platten veröffentlicht und haben dann die Corona-Zeit mehr oder weniger genutzt, um auch mal da ein bisschen aufzuholen. Also das war eigentlich der Anstoß. Ja, und wir wollten auch weiter Content rausbringen. Ja. Da waren natürlich die Videos für uns das Leichteste, weil wir haben ja zu zweit unser Duo und
das kriegt man einfach schnell zusammen. Also zwei Akustikgitarren und zwei Gesänge kann man relativ leicht irgendwo aufnehmen. Und haben wir gedacht, okay, das ist doch super, das machen wir jetzt. Ja, aber was mir halt aufgefallen ist, ist, dass die Soundqualität fast wie im Studio war. Also das war wirklich super gut aufgenommen. Und ja, ich habe irgendwie gedacht, weil ich habe ja in der Zeit, haben ja, sage ich jetzt mal, Hinz und Kunz in Anführungsstrichen aus dem Keller, irgendwie mit Akustikgitarre aus dem Wohnzimmer. Überall hast du kleine Videos gesehen und die waren dann auch dementsprechend irgendwo von weit entfernt mit Mikro aufgenommen. Das klang dann dementsprechend schepprig oder was auch immer. Und eure klangen so, als ob ihr im Studio aufgenommen habt. Ich weiß nicht, wie ihr es gemacht habt, aber ich wüsste es gerne. Also wir haben uns da auch immer Gedanken gemacht, was sollen wir machen, wie sollen wir es machen. Wir haben auch schon Sachen im Studio aufgenommen, haben aber gemerkt, wenn wir sowas machen, also zu zweit als Duo, dann muss es doch auch irgendwie live sein. Und wir haben uns dann erkundigt und es gibt so ein kleines Aufnahmegerät von Zoom und das Ding ist erstaunlich gut. Also wir haben uns einfach nah an das... War das Zoom oder... Ich meine, es war das Tascam? Zoom oder Tascam, eins von beiden. Okay. Und das haben wir einfach hingestellt. Ja, Hammer, auf jeden Fall. Und haben uns dann so aufgenommen. Und haben halt den, man muss halt immer ein bisschen gucken, wo man es hinstellt, dass die Gitarren und die Stimmen irgendwie räumlich gut klingen. Und es war einfach, was mich so gewundert hat, es war so nah. Also es war so, wie als ob ihr im Prinzip das im Studio aufgenommen habt und dann ein fantastisches Playback hingelegt habt, mit Lippensynchron und das, so. Ja, ja. Rübergekommen ja, ist. Doch, also, finde ich schon. Also ja, geht mal ins Netz. Wir haben halt also einfach einen richtigen Abstand gefunden zu allem, zu dem Gesang und zu den Gitarren und dann hat es irgendwie, wir haben es ja dann gehört auf den Kopfhörern, bis es irgendwie schön geklungen hat. Und jetzt gehen wir mal zurück in eure Historie. Ihr seid Zwillinge, ihr macht seit Kindesbeinen ab zusammen Musik, also ich weiß nicht, ich habe irgendwie gelesen, schon als Sechsjährige habt ihr zusammen Musik gemacht. Wie ist das, wenn man unter Brüdern, ich meine, ihr kennt nichts anderes, also unter Brüdern zusammen 24 Stunden am Tag Musik macht, wie ist das? Ja, es ist eigentlich, fühlt sich einfach natürlich an, weil wir es ja schon immer gemacht haben. Also wir haben schon als Kleinkinder irgendwo rumgetrommelt und haben dazu gesungen und dann irgendwann haben wir angefangen, Gitarre zu spielen und haben halt zu zweit einfach Musik gemacht und dadurch, dass wir halt schon immer eine enge Verbindung hatten als Zwillinge, hat sich das dann einfach so ergeben, ja. Und habt ihr eine musikalische Familie, also mit Hausmusik und mit allen drum und dran? Geht so, also unser Vater ist nicht unmusikalisch, unsere Mama auch nicht, aber es sind jetzt auch keine, also keiner von denen hat irgendwie Musik studiert. Doch, unser Opa, also der Uropa. Der Uropa, der das stimmt. Aber der ist ja auch ein bisschen weiter zurück. Aber der war richtig gut, also hat Geige gespielt. Ja, und so. Also das heißt, da liegen schon die Roots in den Genen so ein bisschen, musikalisch und so. Aber es ist ja schon erstaunlich, weil ich kenne das von ganz früher bei mir zu Hause, Großfamilie groß geworden. Da hat man sich dann nach der Feldarbeit auf der Bank gesetzt vorm Haus und hat so eine Art Hausmusik, Mundorgel irgendwie zusammen was gesungen. Und das war dann sowas, so ein Familienritual. Und gab es sowas auch, wo ihr dann für die Familie zu Festivität zusammen irgendwas dargeboten habt oder so? Ja, sowas gab es eigentlich auch immer. Also es ging auch so weit, dass wir immer am Nikolaus haben wir was vorgespielt, wenn der Nikolaus gekommen ist, oder das war immer gruselig. Wir mussten dem Nikolaus immer was vorspielen. Aber wahnsinnig Angst vor mir. Angst vor Nikolaus. Aber es gab auch schöne Familienfeste, wo wir dann, also wir haben angefangen mit Geige. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Ja, Geige, genau. Geige und das war unser erstes Instrument. Mit 7 haben wir angefangen, Geige zu spielen. Und dann haben wir auch, wenn die Oma Geburtstag hatte oder sonstiges, dann haben wir natürlich auch ein Stück auf der Geige gespielt. Wie ist denn von diesem kindlichen, jugendlichen Miteinander musizieren, wie ist es dann zu dieser Band gekommen? Also, dass ihr gesagt habt, wir arbeiten jetzt richtig an Songs, wir arbeiten strukturiert. In welchem Alter vor allen Dingen interessiert mich, kam der Übergang? Ja. 10, glaube ich, waren wir, also ungefähr 10 Jahre, wo wir angefangen haben, Gitarre zu spielen. Unser Onkel hat uns damals die ersten Akkorde gezeigt, so lagerfeuermäßig, zum paar Lieder spielen. Und ja, wir hatten eine ganz große Leidenschaft damals schon für die Beatles. Also wir haben mit 7 eine Kassette bekommen von unserem Onkel. Das war das rote und das blaue Album von den Beatles, wo die Best-of, die frühen Sachen und die späten Sachen. Und ja, fanden es richtig gut und haben dann irgendwie haben die Songs sowieso schon gesungen, aber wollten dann eben auch noch Gitarre lernen, weil Geige spielen und singen war schwer. Schwer, ja. Auf jeden Fall. Haben wir irgendwann halt mit den Gitarren
Chords dann auch angefangen dazu zu singen. Und dann gab es auch ein paar Leute in der Klasse, die musikalisch waren. Und dann gab es irgendwann mit 12, glaube ich, die erste Schulband. Ja. Da habt ihr dann auch zusammen als Brüder in der Schulband Gitarre gespielt und gesungen? Ja, wir hatten drei Gitarristen, weil keiner wollte Bass spielen. Ja, genau. Der Bassist ist immer der. Ja, und dann interessiert mich natürlich, also eine Frage noch, weil ihr habt jetzt das ganze Leben sozusagen zusammen verbracht, Musik gemacht, zusammengelebt, 24 Stunden am Tag wart ihr zusammen. Habt ihr auch unabhängig voneinander auch Projekte, musikalische Projekte mit anderen Musikern und Musikerinnen, jemand von euch, oder seid ihr nur zusammen, nur ihr beide macht zusammen Musik? Nee, das gibt es schon gelegentlich. In den meisten Fällen wollen uns aber halt auch die Leute dann zu zweit. Zu zweit. Aber es gab zum Beispiel, ich glaube, 2019 hat mich der Alex Auer gefragt, der Gitarrist, der hat gerade sein Soloalbum gemacht, ob ich Lust habe, bei ihm Bass zu spielen. Und da habe ich dann ausgeholfen bei zwei Shows. Also das kommt schon mal vor. Mhm. Allerdings in den meisten Fällen spielen wir tatsächlich zu zweit. Und was mir total aufgefallen ist bei diesen Videos auch, und das ist ja nicht eine Sache, die man einfach so, sage ich jetzt mal, gut, vielleicht gibt es auch das eine oder andere Mal, dass einem das in die Wiege gelegt wird, aber ihr habt einen wahnsinnig guten Stil zusammen zu singen. Ja. Ja, also irgendwie der Satzgesang, eure Harmonies, das stimmt alles auf den Punkt. Und auch in der Atemtechnik, in der Wortartikulation seid ihr so tight zusammen. Ist das, habt ihr das so stark geübt, chormäßig zusammen, oder ist das irgendwas, was unter Zwillingsbrüdern auch irgendwie so eine unausgesprochene Art magische, so eine Verbindung, also wo das einfacher fällt, oder gibt es das sowas? Also ich sag, das, was ich vorhin gesagt habe am Anfang, natürlich haben wir dann Musik gemacht und haben zusammen geübt, aber die natürliche Sache, dass wir zu zweit singen, war von Anfang an da. Also wir haben einfach zu zweit gesungen und es hat sich richtig angefühlt. Aber dann haben wir natürlich... Ich glaube aber, der Grund dafür war auch, weil wir es schon so früh zweistimmig gemacht haben. Also wir haben mit sieben, wo wir also vor allem auf jeden Fall diese Beatles gehört haben, weil die ja auch vieles zweistimmig oder dreistimmig hatten, haben wir einfach angefangen damit. Also damals schon, einer hatte die erste, der andere hatte die zweite. Und ich glaube, wenn man das halt schon als Kind, mal unabhängig jetzt auch ohne einen Zwillingsbruder, wenn man das wahrscheinlich einfach im frühen Kindesalter schon macht, dann wird es einfach so. Ja. Also dann, okay. Ja. Wie ist das in euer Business? Macht ihr das Musikbusiness? Macht ihr alles selber? Management? Habt ihr eine Plattenfirma, ein Label, was eure Sachen veröffentlicht? Oder wie funktioniert das bei euch? Im Moment machen wir alles selbst. Wir haben auch Freunde, die uns bei Dingen helfen, ab und zu. Und ja, also... Wir tun alles, was wir halt so machen können. Das heißt, auch eure Alben und so vertreibt ihr über eure Homepages, oder habt ihr irgendwie, gibt es die in den Läden zu kaufen oder so, oder habt ihr einen Vertrieb? Man kann die Alben über die Homepage kaufen, und wenn wir was Neues machen, dann wird es natürlich dann auch angekündigt über unsere Kanäle und dann natürlich über die Live-Sachen. Also, ja. Worum geht es in euren Texten? Also worüber singt ihr? Was erzählt ihr für Geschichten? Das meiste, was wir schreiben, ist dann doch persönlich, also Sachen, die uns betreffen. Wobei, also biografisch. Ja, genau. Aber es gibt schon auch jetzt auch Lieder, da spielen wir auch heute zwei von, wo es politischer ist. Aber in der Regel singen wir eher so, was uns so betrifft. Ja. Die Corona-Zeit, ich meine, wir leben in schwierigen Zeiten, hat uns jetzt fast zweieinhalb Jahre beschäftigt und ist noch nicht vorbei. Jetzt zu den Kriegen und zu den ganzen Flüchtlingsströmen aus der Welt, die uns seit Jahren beschäftigen, jetzt auch noch in der Nachbarschaft ein Krieg. Ist das irgendetwas, was euch in irgendeiner Weise, ich meine, brauche ich gar nicht zu fragen, also beunruhigen tut es jeden von uns, aber was sich auch künstlerisch niederschlägt als Ventil, ihr müsst darüber schreiben oder... Nicht so, eher draußen. Also es ist halt auch so, ich muss ganz ehrlich sein, also wir sind jetzt beide politisch nicht wirklich aktiv, also so richtig aktiv. Also ja gut, man muss ja nicht in der Partei sein, aber einfach Zeitung lesen mal ab und an. Das ist ja, das kriegt man ja mit. Ja, genau. Aber ich finde es dann auch doch schöner, wenn, auch gerade wenn es Krieg gibt, über schöne Dinge zu schreiben. Ja. Also natürlich, viele Leute schreiben dann auch über schlimme Dinge, aber ja.
Nee, du hast ja recht, dass genau. die Künstler... Also es kommt ja sowieso in den Nachrichten. Ich mache die Nachricht an, es kommt sowieso nur schlecht. Ja, ja. Also, und dass man im Prinzip seine Kraft als Künstler benutzt, um auch die Menschen ein bisschen abzulenken von dem Alltag. Auf jeden Fall. Und es war auch letztens so, wir machen auch gerade viel Straßenmusik, weil wir ja natürlich auch weniger Auftritte haben. Ja. Und der Tag hat sich jetzt so finanziell nicht richtig gelohnt. Also es war nicht so viel Geld im Hut, im Koffer. Aber man hatte trotzdem ein tolles Gefühl, weil man hatte das Gefühl, es gab doch viele Leute, denen hat es gut getan und gefallen. Ja. Und uns tut es dann auch gut, wenn man so eine Energie spürt und einen Austausch mit den Leuten hat. So ein Gefühl, Feedback. Man hat ja auch irgendwie als Musiker, wie du sagst, so eine gewisse, einen Grund, warum man es macht. Ja. Und auch irgendwie eine Aufgabe. Und das fühlt sich dann gut an. Ja.